Also grundsätzlich kommt es zu Muskelverletzungen häufig durch ein abruptes Stoppen oder ein schnelles Anlaufen, dass also die Muskulatur selber in sich geschädigt wird. Hinzu kommen kann natürlich ein ungenügendes Aufwärmen oder ein Vordehnen vor dem Sport. Und dann kann man sich vorstellen, wenn also dann plötzlich ein enormer Zug auf so eine Muskelfaser ausgeübt wird, dass sie entweder überdehnt wird, wir sprechen dann eben von einer Muskeldehnung, oder aber dass einzelne Fasern dieses Muskelbündels zerreißen. Ja? Und das kann also dann zu einem Muskelfaserriss führen oder sogar zu einem kompletten Muskelriss führen. Ich verspüre eigentlich zunächst dort auch eine Bewegungseinschränkung, einen Schmerz dort in dem Bereich. Krampfartig, stechend, je nachdem, also wie viel geschädigt ist. Grundsätzlich bei einer Muskeldehnung kommt es nicht zu einer Einblutung, während es bei einem Muskelfaserriss, wenn einzelne Fasern zerrissen sind, wiederum zu einer Einblutung kommt, was einen Bluterguss hervorruft und dann entsprechend also auch behandelt werden muss. Auch bei Muskelverletzungen gilt die Pechregel, also Pause, Eis, Kompression, Hochlagern als erste Hilfemaßnahme. Ist wunderbar anzuwenden. Wichtig ist, dass man bei Muskelverletzungen keine Wärme anwendet und wichtig auch, dass eine Muskelverletzung nicht massiert wird.